So Leute, da wäre ich wieder und wie gesagt, jetzt geht's nochmal nach unten. Etwas weiter als letztes Mal, möglichst. Und wir haben ja mittlerweile schon die Viecher hier. Obwohl, angesichts der Tatsache, dass wir solche Viecher jetzt hier haben, würde mich was anderes viel mehr interessieren, als noch weiter nach unten zu gehen. Mal ganz ehrlich gesagt. Sorry, ich habe gesagt, ich gehe nach unten, aber das war jetzt nur so eine kleine Anmerkung. Nichts, was jetzt so... Das wird jetzt sogar noch spannender. Wenn jetzt schon hier solche Monster sind, würde mich interessieren, was jetzt in den Outlands los ist. Da waren ja genau diese Monster vorher. Sind jetzt da immer noch diese Monster oder sind da noch schlimmere Monster jetzt? Das ist nämlich eine interessante Frage. Behaupte ich mal. Wenn da immer noch diese Monster sind, dann kann ich statt die Höhlen weiter zu erkunden, genauso gut da erkunden. Also da habe ich einige interessante Sachen gefunden und ja, die Höhlen sind toll, aber die Outlands, da gibt es auch einige schöne Sachen. Sowas findet man in den Höhlen nicht. Ah, hier gibt es nochmal... Nee, scheinen immer noch Hunde zu sein. Hunde und diese Affen. Imps. Goblins. Ja, hier unten gehe ich durch, genau. So war das. Da habe ich gerade Affen gesagt, weil der da hinterm Baum stand. Die Bäume hier sehen auch ein bisschen komisch aus, ne? Was machen die? Die wachsen alle. Das ist ein bisschen... drastischer Wechsel des Wachstums, ne? Findet er nicht? Also... Was, wenn ich jetzt das... Wenn ich damit da jetzt mal mit den Gläsern dran gehe? Also... alles ruinenartig aus. Wow. Habe ich irgendwas zum Heilen eigentlich dabei? Oh ja, habe ich. In der Tat. Das rüste ich mal auf, falls es sein muss. Beziehungsweise ich benutze es mal. Könnte auch öfters mal schießen, ne? Nur mal so angemerkt. Statt hier immer im Nahkampf ranzugehen. Statt hier immer im Nahkampf ranzugehen, könnte ich ruhig auch mal schießen. Und vielleicht sollte ich meine Rüstung anziehen. Meine bessere. Hm.
würde mal interessieren, was wir hier für Kupfer. Also wahrscheinlich im Grunde dasselbe, was wir. Was wir im anderen Biom auch hatten an Erzen. Also was das betrifft, gibt es keine großen Unterschiede. Und was die Monster angeht, mittlerweile auch nicht mehr. Moment mal. Was tut mir da weh? Ist da, da ist hier aber. Ach nee, da. Da wirft mich jemand. Was ist das hier? Das sieht ja aus wie ein Dingens, wie ein. Noch mehr als alles, was ich bisher gesehen habe, wie ein Hausrufen. Oh, habe ich das? Ist das hier? Hm, ja. Noch mehr solches Zeug zum Abbauen. Und noch mehr. Und noch mehr. Noch mehr. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Okay. Mir geht's gut. Keine Panik. Alles in Ordnung. Wo ist mein Handbuch? Okay. So. Ich glaube, ich mache mich mal wieder auf den Rückweg, weil cool. Obwohl, bis ich hier raus bin, ist es wieder hell. Da kann ich auch weitergehen, ne? Da kann ich auch weitergehen. Oh.
Leute, Leute, ich habe hier, ich glaube, ich habe hier Gas. Ich habe hier Gas. Tatsache. Lass mich in Ruhe, ich habe hier Gas. Das sieht aber nicht wie eine Pflanze aus. Oder? Mal gucken. Was ist, wenn ich hier so rangehe? Ja, keine Ahnung. Doch. Guck mal. Ich glaube, die sieht so, das sieht so ähnlich aus wie. Nur. Kann es sein, dass wir das eine ausgeklappte Version? Ja, guckt mal. Das da und das da. Die Pflanze haben wir schon mal gesehen. Das da ist im Grunde dieselbe Pflanze. Ich glaube, wir haben gerade 30 Gas, haben wir gerade eingesammelt ungefähr. Naja. Ich mich frage, ja, wie funktioniert das? Ist das Zufall, wann die sich öffnen und oder was? Oder wie läuft das? Oder jetzt einfach manche, die geöffnet sind und manche, die nicht geöffnet sind und dann war es das, wenn die einmal da sind. Das kann ich ja nicht glauben. Weil sonst gäbe es ja keinen Grund, zwei Versionen davon zu haben. Na gut, es gibt schon einen Grund, aber es wäre trotzdem ein bisschen sinnlos. Na, wie geht's da runter? Sieht nicht besonders gut aus. Dann gehe ich, glaube ich, lieber oben rum. Da gehe ich lieber oben rum. Na? War da nicht jemand? Hat er sich verpisst? Der weiß wahrscheinlich, mit dem er sich anlegt hier. Das macht irgendwie gar keinen Lichtschaden. Oder muss ich es da dafür? Nee. Warum macht das keinen Lichtschaden? Das verstehe ich nicht. Ich meine, das kann. Nee, das auch nicht. Also. Keine Ahnung. Das sah irgendwie nicht so aus, als hätten die Lichtschaden gemacht. Oder hält das einfach nur so kurz an? Nur gerade für den Moment, in dem es einschlägt. Das kann natürlich auch sein. Aber dann hätte er viel mehr richtigen Schaden kriegen müssen, glaube ich. Glaube ich. Weiß ich auch nicht mit Sicherheit. Ich brauche nur 50 Energie, sehe ich gerade, ne? Noch mal
Dingens. Bei Nacht in den Outlands unterwegs zu sein, ist nicht die beste Idee, Leute. Aber wenn ich zurückgehen würde, bis, wie gesagt, bis ich raus wäre, wäre eh Tag. Bis ich raus wäre, wäre eh Tag. Also. Ist das irgendwie ein sinnloses Unterfangen, jetzt noch rauszugehen? Okay, ich schau mal, ob ich hier vielleicht irgendwie runterkomme, ohne mich umzubringen. Okay. Ich höre Dingens. Her. Und ich sehe was Interessantes, was allerdings mitten im Teer liegt, oder? Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ist das, sind das grüne Kristalle oder was? Und kann man sich unterwegs Kristalle machen? Eimer machen? Moment, muss ich dazu. Nee, requires Combinator. Schade. Sonst hätte ich mir gedacht, hey, warum? Warum nicht erstmal so viel Eimer machen, dass wir den See da leer kriegen? Offenbar ist das nicht im Bereich der Möglichkeiten. Ist offenbar nicht im Bereich der Möglichkeiten. Ah, das hier ist eine Steilwand. Da müsste ich dann nochmal hoch. Auf die altbekannte Art und Weise. Um wieder in einen. Um wieder, wenn ich durch wäre. Fast in eine Schlucht zu stürzen, wenn ich dumm genug wäre. Obwohl, nee, das wäre ich, glaube ich, da wäre Boden. Trotzdem. Yeah.
ist ja gut. Richtig ab. Richtig ab. Da leuchtet irgendwas, ne? Ich habe irgendwas zerschlagen. Irgendwas, was du geleuchtet hat. Was noch wichtiger ist, da ist noch mal ein altes Haus. Da gibt es bestimmt wieder was zu plündern, oder? Nicht? Nicht danach aus. Schade. Okay, da kann ich ruhig runter. Sicher, ob ich da rüberkomme. Mit der ich habe ein bisschen zu wenig Erde. Ich habe Erdmangel, verdammt. Naja, ich habe ja das Zeug hier noch. So ist es ja nicht. Das schon wieder, Dingens. Das ist schon wieder. Also ich habe den Eindruck, die Outlands bestehen praktisch aus Ruinen und Teer. Okay. Und noch mehr Teer. Und ein paar Löcher im Boden. Und ein paar Krümmelbäume natürlich. Die paar Krümmelbäume. Die existieren auch noch, das muss ich ja gestehen. Ich bin ja fair. Die will ich... Autsch. Den Outlands ja gar nicht absprechen. Ich glaube, hierhin muss ich mal zurückkommen. Das muss ich mir mal mit, weiß nicht, 100 Eimern oder so anschauen. Und jetzt muss ich wirklich erstmal zurückgehen und... Also ohne Eimer komme ich hier nicht weiter. Ohne eine Menge Eimer. Ja, das ist immer der beste Zeitpunkt zum Speichern, Junge. Wenn gerade was angreift, ne? Das ist der beste Zeitpunkt zum Speichern. Super, danke, klasse.
So. Ja. Und es wird Tag. So. Ich weiß, was du willst. Du willst da runterfallen. Siehst du, bei mir kriegst du alles, was du willst. So. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg zurück. Das ist nur eine normale Höhle. Also wir haben einiges aus diesen komischen Dingern da geholt. Und wir haben, mir fällt gerade auf, wir haben wieder Vieh, komm hier runter. Ja, oder von mir aus spring auch die Klippe runter. Das ist mit mir genauso recht. Aber Sache, du passt mich da oben nicht ab, bis ich genau gerade im Baumfällen bin und machst mich dann fertig. Das ist nicht okay. So, was haben wir hier noch? Ich glaube, ja. Wir sind wieder im Dschungel, Leute. Wir sind wieder im Dschungel. Ist das nicht toll? Unsere lieben Quallen sind auch schon da. Unsere schönen Jellies. Wo geht's denn dahin? Will ich's wissen? Momentan nicht. Wieso habe ich wieder 76 76 Power. Wieso? Ich hatte doch irgendwie 50. Ich hatte zu einem Zeitpunkt hatte ich 50. Und dann ist es wieder hochgegangen. Warum das denn? Wieso geht das hoch statt runter? Das ist ja komisch, oder? Ich finde es seltsam gerade. Einer der Generatoren ist aus. Warum ist das noch niemandem aufgefallen? So. Was, ich habe 810 Dunkelheitslevel hier. Tatsache, 810 Dunkelheitslevel. Ich sehe zwar nicht besonders viele Gegner, aber was soll's. Wir haben hier 30 Gas. 30 Gas. 52 Scrap.
ein Sparkplug. Also eine Zündkerze. Ja, also. Elektro-Antigraph, ich glaube, da haben wir schon ein paar von. Grüne Kristalle. Wir haben jetzt 4 Batterien. Also, ich würde sagen, dieser Ausflug war ertragreich. Wahrscheinlich ertragreicher als jeder Ausflug nach unten jemals hätte sein können. Obwohl. Wer weiß, wie tief ich da gekommen wäre und was es da unten alles gegeben hätte. Nur. Wahrscheinlich hätte es als Ertrag nur den Tod gegeben. Wahrscheinlich hätte es als Ertrag nur den Tod gegeben. Habe ich irgendwas Neues zum Erforschen dadurch? Also ich kann. Also irgendwas ganz Neues meine ich. Jetpack? Ah ja, da brauche ich 2 Zündkerzen für. Apropos. ETF Flare Gun. Ja, da kann ich dann. Da kann ich dann die Flares schießen statt werfen. Das ist natürlich interessant. Und damit kommen sie wahrscheinlich weiter. Interessant, ja, Tatsache. Auch etwas, wofür ich hier eine Zündkerze brauche. Übrigens habe ich hier ein Unidentified Data Module. Also einiges, was ich jetzt machen kann. Das erste natürlich, was ich schon ständig machen wollte, Plastik herstellen. Wir stellen erstmal, wir können erstmal 22 herstellen, das ist kein Problem. Und mein Inventar ist ziemlich voll. Merke ich auch, also wenn ich natürlich mal ein bisschen besser stapel, dann ist es nicht mehr so voll. Und überhaupt, und wenn ich es mal einsortiere und so. Das hier, da haben wir glaube ich schon, nee, da hatten wir da schon eins. Und die Zündkerzen, die können wir auch hier irgendwo reintun. Unterwegs braucht man die definitiv nicht. Und die Steckdosen genauso wenig, auch wenn wir da, wenn ich da vielleicht komm, einfach rein hier. Elevator Rails, waren das die 4, die ich schon hatte und habe ich die vergessen einzusortieren oder sind das andere? Das ist jetzt die Frage. Dynamo. Interessant. Ich habe auf jeden Fall ein Unidentified Data Module. Und was habe ich da? Ein Story Log. Second interfering. Signal beacon located. Wave signal deactivated. Audio log playback. It's beautiful here. Not a lot of people would think so, but I've had long enough to realize the truth behind the darkness. It was our fault. And we are paying the price for trying to make a lunar our own. It's
been years since I've seen another person. Years since I've seen signs that other humans exist at all. At first, I kept moving, trying to stay ahead of the shadows. But they're faster and more clever than I first gave them credit for. I don't expect anyone to answer this. I don't expect much anymore. If you found this, and I'm nowhere to be seen, it just might be that you're the last person on the planet. Log tag. D area. There are no further logs in this series. Okay. Ja. Wir machen Fortschritte und das war sehr aufschlussreich. Würde ich behaupten. So, was ich noch mal machen würde, ist hier. Jetzt können wir hier einiges, glaube ich, erforschen mit ausreichend Plastik. Das Platin-Schwert zum Beispiel. Das Desert Chestpiece des MK3 will ich gar nicht haben. Metal Dingens MK2 können wir auch machen. Das wäre natürlich. What the? Ernsthaft? Ach nee. Was heilt der denn? Okay. Ja, ich denke mal, das mache ich. Ach nee, da muss ich mir dann wieder eine neue Metal Armor auch bauen, ne? Das heißt, das wird ziemlich teuer. Das hier kann ich aber erforschen, weil die habe ich bis jetzt eh nicht an. Oder? Ach so. Welche Farbe? Ja, weiß. Weiß, weiß, weiß. Jetpack. Portable Power Device, was macht das denn? Store Energy 30. Verstehe ich jetzt nicht. Ach so. Ach so. Damit kann ich praktisch, wenn ich unterwegs bin, ich kann es ja zumindest mal Naja. Bin ich natürlich gleich wieder den Modulator los, ne? Das wäre eigentlich nicht so günstig. Würde ich dann schon eher hier einen Glowstick erforschen? Und sowas hier. Und sowas hier.
Sowas hier können wir dann auch bauen und ja, wir erforschen gerade einiges, muss ich sagen. Jetpack ist natürlich so eine Sache, da brauchen wir wieder Zündkerzen und das ist natürlich problematisch. Muss man sozusagen. Motor. Ich glaube, den brauchte ich für den Elevator zum Beispiel. Ja. Aber den Elevator, ich glaube, den brauche ich nicht gerade. Besonders. Von daher lasse ich das mal außen vor. Wie ist denn mit. Naja, da sollte ich dann schon nochmal nach unten gehen, um mir auch nochmal Dingens zu besorgen. Um mir auch nochmal Eisen zu besorgen. Das ist schon was, wofür man nochmal nach unten gehen sollte. Na. Behaupte ich mal. Ganz frech. Ich weiß ja nicht, vielleicht stimmt mir da nicht jeder zu, aber ja, das scheint mir eine sinnvolle Sache sein, sich Eisen zu besorgen. Ich würde sagen, ich würde sagen, dass ich mal hier noch mal ein kleines bisschen auf mein Inventar aufräume, minimal. Die Aufnahme beende, dann mein Inventar aufräume und dass wir uns dann wiedersehen. Bis dann, Leute. Ciao.